Diese Woche geht es um das Thema Migration. Schwieriges Thema, lang diskutiertes Thema. Ich finde, also Wanderbewegungen hat es eigentlich schon immer gegeben, das ist logisch. Wobei man dazu sagen muss, dass in Europa eigentlich meistens ausgewandert worden ist. Und vielleicht ist deswegen so diese Angst, sage ich jetzt einmal, da, dass den Wohlstand, den wir haben, ich glaube, da ist einfach so eine Grundangst, so eine niedrige menschliche Grundangst in der Bevölkerung, dass wenn der Wohlstand geteilt wird, dass er quasi weniger wird. Und ich glaube, das ist so der falsche Ansatz, der aber, glaube ich, medial ziemlich aufgeschaukelt wird. Also es passiert wenig Information, sondern viel Manipulation meiner Meinung nach. Also ich merke das selber, wenn ich mich darüber informiere. Man kann sich kaum neutral darüber informieren. Und immer klar, es gibt berechtigte Sorgen. Also wenn das Ganze falsch gehandhabt wird und quasi Migration passiert, dann können sich Parallelgesellschaften bilden. Es entsteht Gewalt, das kennen wir alle, die Probleme. Aber ich glaube, da kann nur die EU gemeinsam dran arbeiten. Also nicht dieses Angstmachen, dieses sofort dagegen aufhetzen, sondern einfach versuchen, da möglichst sachlich eine Lösung zu finden. Ja, jede Sorge ist eigentlich berechtigt, meine ich. Aber man kann natürlich, man muss natürlich auch den Leuten helfen und die versuchen, sie zu integrieren. Und ich glaube, dass jetzt gerade in nächster Zukunft die meisten Flüchtlinge, mehr Flüchtlinge dazukommen würden, gerade durch die Umweltauswirkungen. Und ja, man muss da vielleicht umdenken oder einfach probieren, die zum Beispiel in Afrika mehr Handel mit Afrika zu betreiben oder einfach eine engere Partnerschaft mit den Staaten, um die so zu stärken. Also Migration ist ja, wenn Menschen aus ihrem Heimatland rausgehen und in ein fremdes Land ziehen. Und sicherlich gibt es einige Leute, die was rausgehen, weil sie Erfahrungen sammeln wollen oder weil sie einfach raus wollen, aber sicherlich nicht in diesem Ausmaß. Und zum Beispiel in der EU, in Spanien, gibt es ja die große Jugendarbeitslosigkeit, wo Jugendliche, die was eigentlich gut ausgebildet werden, raus aus dem Land gehen, um Arbeit zu finden. Und die alternde Bevölkerung bleibt zurück und die jugendlichen, arbeitsfähigen Leute fehlen einfach. Und das ist sicherlich nicht nur in der EU so, sondern global, also weltweit dasselbe. Ich finde, Europa könnte sich dort viel mehr Mühe geben und dort auch viel mehr Geld investieren, zum Beispiel in die Seenotrettung im Mittelmeer. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich meine, wir haben jetzt die meisten Flüchtlinge untergebracht und die Flüchtlingskrise ist jetzt auch relativ abgeklungen. Naja, es kommt ja darauf an, diese 2015er Migrationsstrom. Ich finde, das hat dann extrem einen wirtschaftlichen Hintergedanken von den Deutschen gehabt, dass man halt die Arbeitskräfte braucht, so wie halt die Wanderarbeiter früher. Aber es ist halt das Problem, dass dort nur die Fachkräfte kommen. Und ich finde, wir müssen das Problem an der Wurzel nehmen, also in den Ländern schauen, dass wir da arbeiten und mit denen halt Förderungen machen und so, halt sie nicht ausbeuten, sondern halt ihnen helfen, weiterzuentwickeln. Und wenn wir das machen, finde ich, können wir alle gut damit leben.